Moin moin Leute und willkommen zu der vierten Runde von Damakash sucht den Superspieler. Ich habe es tatsächlich in die vierte Runde geschafft. Danke an dieser Stelle für jeden, der für mich gewotet hat. Und hat sich diese Statue gerade umgedreht? Klasse. Wie ihr sehen könnt, haben wir dieses Mal ein Spiel bekommen, mit das ich mich überhaupt nicht anfreunden kann, denn es ist ein Horrorspiel. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Schisser. Ich war übrigens auch dumm genug, um die Beschreibung bei Damakashs Video nicht zu lesen, denn ich dachte, es wäre ein Vollpreistitel, also ein Vollspiel, das ganze Spiel. Nein, es war nur die Demo und als ich es beendet habe, dachte ich mir, WTF, wieso ist das so kurz? Ja. Obwohl mir die liebe Schneckball sogar gesagt hat, es sei eine Demo, habe ich das irgendwie vergessen. Super. So, jetzt gehen wir weiter. So, ich lege mich einfach mal hin, weil ich die Aussicht schön genießen will. Ja, super. Auch wenn ich die Demo jetzt gespielt habe, durch habe, heißt das nicht, dass ich mich nicht gruseln werde. Also, bei mir ist das wirklich komisch. Wenn ich mich grusle... Was habe ich gemacht? Dann ist es meistens so, dass ich die Situation, wo ich mich gegruselt habe, vergesse. Also, ich verdränge es irgendwie. Und am Ende grusel ich mich schon wieder und ich bin wirklich ein mega großer Schisser. Das wird hier gleich sehen. Und na toll, was ist denn jetzt los? Ein neuer Gang, oder wie? Ja, seht ihr? Ich hab's vergessen. Obwohl ich es vorhin schon durch hatte. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich hab Angst. Alles okay, alles okay. Ich hab mich gerade selbst verletzt. Oh, Mensch. Wie konnte ich das jetzt vergessen, ganz ehrlich? Nun gut, gehen wir halt durch Spinnweben. Oh Gott, ich hasse es, durch Spinnweben zu gehen. Oh nein, nein. Ich bin wirklich ein enorm großer Schisser. Wieso geht er nicht weg? Ich wusste doch, dass die Statue sich bewegt hat. Bitte, bitte. Genau, genau. Ich will hier weg. Wo muss ich hin? Hallo? 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 Na toll. Der Gang ist versperrt. Ah! Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo muss ich? Hallo? Was? Was? Was ist los? Hallo? Nein, danke. Hä? Gott sei Dank ist in der Demo der Albtraummodus, ja. Gott sei Dank. Okay, wir müssen irgendwelche Räume finden, also die Modelle der Räume, um uns weiter zu gruseln zu können. Oh Gott. Oh Gott, ich mach das mal schnell. Oh, ich bin weg, ich bin weg. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Oh. Oh. Es tut mir leid, wirklich. Aber ich weiß nicht, was mit mir los ist. Früher war ich nicht so ein großer Schisser. Danke, Mom. Danke, dass du mich so einen Menschen hast groß werden lassen. Okay. Na toll. Willst du mich verarschen? Jetzt mach ich dich aber fertig. Oh nein, 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 doch nicht. Ich dachte, die Tür wäre versperrt dann. Oh Gott. Was ist bloß los mit mir? Die Demo ist übrigens sehr kurz, also mal gucken, ob ich es in den 7 Minuten jetzt schaffe und da ist Blut. Ich gehe mal rein, lalalala, alles ist in Ordnung. Okay. Irgendwelche Fotografien. Ein Haufen dunkler, verschwommener Fotos von 6 nackten Männern und Frauen, die mit Streifen roter Farbe geschmückt sind. Sie tanzen um eine Glaskugel herum. Der Schauplatz scheint das obere Stockwerk einer Bibliothek zu sein. Ja, sag mal, willst du mich verhaschen jetzt? Ich hab's vergessen! Ich hab's vor 2 Stunden gespielt und hab's vergessen. Wie ist das denn möglich? Was? Nein, nein, nein! Gott, ich bin wirklich schlimm. Ich beeil mich mal, alles ist okay, wo muss ich hin? Was? Nein! Was? Verfolgt der mich etwa? Geh weg! Ich hab nichts Süßes für dich. Wo ist der?
Oh mein Gott, was ist bloß mit mir los? Ganz ruhig, ich hab... Was? Schon wieder? Na toll. Wieso geht die Taschenlampe ständig an? Aus, wollte ich sagen. Mach die Tür zu, bitte. Dankeschön. Jetzt sind wir wenigstens sicher. Ja, sicherlich. Noch ein Modell Dachboden. Okay, jetzt gehen wir... Das habe ich jetzt nicht... Was? Wo bin ich hier? Oh, das ist das Ende der Demo. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es ist schlimm. Ich bin ein schlimmer Mensch. Ich weiß nicht, wieso ich mich ständig so erschrecke. Also, vor 2 Jahren war das eigentlich nicht so schlimm. Ich hatte keine Angst, Horrorspiele zu spielen. Und jetzt ist es ganz anders. Nun ja. Aber das Spiel macht Spaß. Obwohl ich mich ständig erschrecke, will ich es mir wahrscheinlich kaufen. Und ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen und ihr unterstützt mich weiter. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und das wäre eigentlich das Ende der Demo. Ich habe es tatsächlich geschafft in 7 Minuten. Wer hätte das gedacht? Ich habe geglaubt, dass ich mir vorhin die Hose mache, aber... So, geschafft. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder gute Nacht.